Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Far Cry 2. Ja, nachdem wir hier letztens so unseren Unterschlupf und so hatten, nicht, müssen wir den ersten Auftrag machen. Das habe ich schon mal aufgenommen alles und bin kläglich gescheitert und habe es dann so geflucht, das Video kann ich euch beim besten Willen selbst mit FSK 18 nie an. Ja, müssen wir versuchen, wir das heute hinkriegen hier. Keine Ahnung. Diese Ballerspiele sind das eigentlich nicht so meins, aber ich will das hier auch mal und ein bisschen üben und ein bisschen machen und... Die Steuerung von der PS3 ist natürlich ein bisschen ruckartig, also ich komme da alles nie. Na, mal gucken. Ah, mal gucken. So, da sind wir aufgewaschen und nochmal einen Schluck Kaffee. Ja. Da sind wir aufgewacht. Das ging nach oben und so geht's nach unten. Sind so nach, das ist schon nicht, aber immer ist irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Geht so ruckweise geht es. Ja, wissen wir nun schon. Das wissen wir nun schon. Muss ich das jetzt nochmal? Nee, das ist interessant, das Tutorial, oder? So. Es klingelt jetzt ferne Föhn. Dabei Sie müssen einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Sind hier alles überall. Roll mit der Kiste, können wir die Füße schnell. Ist ja kein polierter Benz, nicht, der in der Sonne ist. So, ja, gucken wir mal. Wir gleich draußen hier gleich mal mit dem Vorschuss. Zack, ja, guck mal. Das ist ein dunkler Arm. Ja, mach mal. Den Schleichweg, entschuldigt mich ein bisschen wegwende, aber ich will dir das, Tutorial bestimmt irgendwie sehen. So. Select-Taste. Jo. Karte. Ah ne, L2. Spannende Dinge müssen wir sehen. Spannende Dinge. Wie das hier. So, haben wir markiert. Also sind wir jetzt schon wieder auf Telefon. Ja. Ich habe hier Ihren Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemauerte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest. Irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. Ja, wie wir das machen jetzt, keine Ahnung. Vielleicht gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier hinten lang. Wo sind die alle? Halt! Ist verkehrt! Wo lang? Hier, sehen wir nach. Kann man mir eine Granate schmeißen da hinten? Das ist das hier soll was sein? Keine Ahnung mehr, Mann. Ich sehe nicht, wo ist er denn? Er geht um Fall! Kommt der Arm! Scheiße, wir brauchen den Dorn! Ich
bin ja gleich da! Du smart wieder. Bin gleich wieder da, hier. Willst du auch wieder helfen? Shit! Ist das so gestochen? Ach Mensch, ich weiß es auch nie, wie man das macht, Mensch. Letztens, jetzt machen wir dieses dämliche Intro alles wieder. Oh, es nervt. Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Ja. Ja. Weil hier, das ist die Kacke, da ist sie doch nur weg, da weißt du wieder nicht, wo du bist. Sie müssen einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Bis man dann gezielt hat, ist er ja. Ich habe hier Ihren Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemauerte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest, irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. Bis zu $3,000. Interesse? Hier soll was sein? Keine Ahnung mehr, Mann. Bleib unten, da sieht er dich schnell. Achtung! Ah, Scheiße! Sollen sie uns in die Flanke fallen? Nimm du das alle! Ich muss wieder heilen. Hau bloß ab da! Störer! Oh, wie komm! Es geht doch komm!
los! Wir werden angegriffen! Was haben wir tun? Deckung, komm schon! Scheiße! Das gibt's doch gar nicht! Ach Mensch, das ist doch Kackwurst sowas! Meine Fresse! Mensch, so ein Scheißspiel. Oh ja, doch, das ist unnervig. Ich gehe mal zurück und speichern den Rotz erstmal dann. Und immer diese Scheiße anfangen müssen. Sie müssen einen APR-Stützpunkt ja, bla, bla, bla. Geh mir auf die Nüsse, ey. Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Mensch! Oh ja! Scheiße, der Doppel, das wissen wir doch nicht, dass die das dann beim 50. Mal wieder machen, ey. Nimm die Karte, guck in Fernrohr, markiere. Wo ist das Scheißhaus? Sehen wir dieses Kackhaus wieder nicht. Wo ist es denn? Oh, ist das nervig, Alter. Na, da ist doch der Mist. Wollen wir den gleich abknallen hier oben? Nee. Ja. Oh, das dämliche Telefon ist wie ein bisschen leer. Ich habe hier Ihren Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemauerte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest. Irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. Hast du denn die Internet-Idee nachgedacht? Ich weiß nicht. Ach komm, du knallst sie doch sowieso. Wir müssen nur eine Kamera auf. Und? Eine Menge Typen würden viel Geld dafür bezahlen, um das zu sehen. Wir sind in Afrika. Da ist einer. Man muss jede Gelegenheit... Gegen wen? Ich glaube, es sind vier. Ich kann gar nicht zielen, das geht um. Murse goede tijd spreken. Oh, ich krieg das Scheißding hier. Ich sehe jetzt das Problem. Ey, pass auf!
Ja, ich krieg das nie. Granate! Ah! Ja, klar. Die Teller passen sie, sind im Letzteller. Ich krieg das. Ich stau auf Spritzen. Das schießt jetzt mal einen. Ja. Na, was denn du jetzt? Oh, also. Haben wir die jetzt erledigt, hä? Schon geschafft. Speicherung. Und jetzt noch einer angeschissen. Das Zielen, das geht immer nicht, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, dann schießt er immer drüber und... Keine Ahnung. Hier drin. Sie sind keine Wache. Sie sind krank. Sehr krank. Sie brauchen Medikamente, Sir. Aha. Ja, und wo habe ich die? Sie haben ins Kameraden, werden Sie Aufträge erfüllen und Ihr bester Kamerad kontaktieren, um Ihnen Alternative an den Mission zu machen. Gehen Sie ins Mike's, das ist eine Bar. Dort helfe ich Ihnen, an Tabletten zu kommen. Aber Jetzt muss ich gehen, allein. Folgen Sie mir nicht. Ruf gespeichert. Mike's Bar. Aha, Tabletten. So, warte mal. Speichern. Ja, wir müssen speichern erstmal. Um Gottes Willen, immer hier. Um Himmels Willen, ja. Oh, das war ja wieder aufregend hier. So, das haben wir aber jetzt voll, oder? So, in Mike's Bar. Haben wir hier eine Karte? Wo ist denn eine Bar? Wie könnte man das jetzt? So könnte man das. Aha. So, das ist der Standard. Ich kann es jetzt nicht markieren. Kann ich jetzt Mike's Bar markieren? Wie kann man das? Kann man das markieren? Nee. Nee, es geht nicht. Na gut. Nix Netz, du. Jetzt klingeln wir wieder. Muy bien, Sie haben sich gut geschlagen. Vielleicht war ich in meiner Beurteilung etwas vorschnell. Wer gute Arbeit leistet, wird auch bezahlt. Kommen Sie nach hinten zum Pier und ich zahle Sie aus. Den Pier. Na gut.
So, wo haben wir die jetzt alle, die ganzen Toten hier? Wir haben da ein paar umgehauen. Können wir da mal bestimmt noch was einsammeln? Wo sind die alle hin? Kann man hier drin irgendwo mal? Hier haben wir noch alte, oder? Kann man das auch nehmen? Hier haben wir was. Ja. Was wirklich mit dem Zielen, dann machst du wieder und schwüppdiwüpp immer dran vorbei. Ist eben nicht so meins mit den Powerspielen. Ne? Ach, ne? Kann man hier mal was mitmachen? Ja? Ja? Was ist denn das? Ach, die kann man dann auch nutzen. Ah, wenn man das dann so zu sorgen im Besitz hat oder was, dann kannst du dich an die Geschütze ranschleichen. Ja, das muss man wissen, muss man das. Denke ich mal. Weiß ich ja nicht, dann kannst du die dann auch abballern. Nämlich, wie gesagt, für mich sind solche Ballerspiele, ist das für mich alles ein bisschen, wie ist das so schön, Neuland. Da noch eine Kanone? Nee. Was sind das also nicht mehr? Wo war die Pistole? Ich weiß nicht, da war man mit Pistolenmunition, kriegt man da auch. Hey, da ist voll, wie es aussieht. Aha, entschuldige, ich muss ein bisschen probieren, weil ich bin nicht so der Ballerspiel, ne? Das war bei Autorennen und so viel. Ah, gut, wie auf meinem Hauptkanal, das weiß es ja, was ich mache, wie ich mich anstelle. Aber ich will das immer üben, das hilft ja alles nichts. Weil sonst ist mir ja spieltechnisch schon ein bisschen eingeschränkt. So, wir sollen jetzt zum... Wir fahren einfach mal hin, haben ein neues Auto. Unser Auto qualmt, das haben sie kaputt gemacht. Gut, dass wir hier uns haben, das ist schon wieder kaputt. Jetzt haben wir uns ein Jeep genommen, nicht ein schönen Jeep. Also wir werden immer solche Überfälle bestimmen. Das machen müssen, nicht ein Knuten. Das Schild müssen wir stehen lassen, weil sonst filmen wir so ein... All meine Orientierung ist in solchen Spielen und immer. Ah. So, dann haben wir den ersten Auftrag sozusagen politisch. Und jetzt gucken wir mal, was ist das? Da haben wir das dann nicht. Brühe, was mit der Ziele. Also wie gesagt, einfach von den Zuschauern. Seht ihr, ich habe das hier schon zu tun, nicht das Thema. Bei der Wahl hat man jetzt, sind wir noch nicht fertig. Wie ich das jetzt hingekriegt habe, weiß ich zwar auch noch nicht ganz, aber... gleich rum, nicht, dass wir hier abhauen müssen, weil ich weiß ja nicht, wo wir hier landen. So. Ordentlich eingeparkt, ne? Wir sind ja ordentliche Leute, sind wir ja. So, irgendwo sollen wir hier... Was ist denn das Häuschen? Wir gehen mal. Sehr spannend. Aha. Mit Klopfen. Ah, da kann man dann nur speichern. Hey, Sie haben es geschafft. Hören Sie zu. Die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Lassen Sie sich nie Papiergeld andrehen, damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Aha. Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie in Steinen bezahlt.
Aha. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten hierher gebracht. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Aber egal, wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Peilsender, auf den Sie Ihren Kompass ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Oh. Versuchen Sie es im Mikes, da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Hey, er kommt raus. Hasta luego. Aha. Können wir hier noch eine Waffe nehmen? Ach, tauschen können wir bloß. Tauschen? Ja, warte mal, wir speichern hier nochmal, weil sonst müssen wir ja das wieder machen, wenn es irgendwo eine Ballerei gibt. Das ist mir egal, wie viele Speicherpunkte, Leute, das ist mir fort. Wurscht ist mir das. Und dann machen wir hier erstmal Schluss, ne? Die Folge. Müssen wir erstmal schließen. Der erste Aufdruck. So, speichert und speichert und speichert. Naja, meine Lieben. So, wir verlassen noch das Gebäude. Ah, ja, und tschüss. Und dann den Diamantenkoffer so. Also, es ist wirklich, das geht so hakelig hier. Ja, ja. Ja, machen wir dann das nächste Mal. Ich mache erstmal hier eine Pause. Haben wir hier eigentlich? Achso, weitermachen. Schon neue Kameraden, Verbesserungen. Ziele. Haben wir hier eigentlich ein Menü oder so? Was? Ja. Ja, jetzt, das werden wir auch noch finden. Waffen. Was wir so alles besitzen. Tja. Naja, gut. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen da oben. Den einen oder anderen Abonnenten. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich mich weiter anstelle, dann macht die Glocke an. Ja, danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Heinz.